Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, wie man Patente, Marken und Designs von einer Person auf eine andere Person oder Firma überträgt. Oft werde ich gefragt, ob man Schutzrechte wie Patente, Marken und Designs überhaupt auf eine andere Firma oder Person übertragen kann und ob das kompliziert ist. Ist es überhaupt nicht, das ist relativ einfach und in diesem Video erkläre ich genau, wie das geht. Für die Übertragung von Schutzrechten reicht man beim zuständigen Amt einfach ein Dokument ein, in dem der materiellrechtliche Übergang des Schutzrechts geregelt ist und bittet das Amt, dies im Register zu vermerken. In der Regel berechnet das Amt dafür keine Gebühr. Eine wichtige Ausnahme sind eben einige wenige Ämter wie die WIPO, die eben da eine Gebühr für nehmen. Das Dokument ist im einfachsten Fall eine einfache Übertragungserklärung, wo eben drin steht, Partei A überträgt das Schutzrecht auf Partei B, Datum Unterschrift und Partei B nimmt den Rechtsübergang an, Unterschrift und dann wird eben das Dokument einfach beim Amt eingereicht. Diese sehr einfache Form der Übertragung ist immer dann sinnvoll, wenn in der Zukunft keine Streitigkeiten zu erwarten sind. Also wenn zum Beispiel eine natürliche Person das Schutzrecht auf eine GmbH übertragen möchte und die GmbH eben zu 100% dieser Person gehört, dann kann man eben diese Form wählen. Wenn es um eine Übertragung auf einen Dritten, also zum Beispiel eine andere Firma geht, zum Beispiel einen Investor, der eben einen bestimmten Produktbereich kaufen möchte und weiterführen möchte, und es eben nicht ganz ausgeschlossen ist, dass es in Zukunft Streitigkeiten gibt, dann sollte man diesen Übergang in einem Kaufvertrag regeln. Und diesem Kaufvertrag sollten bestimmte Klauseln auch enthalten sein. Also zum Beispiel, dass der Verkäufer garantiert, dass die Schutzrechte frei von Rechten Dritter sind, also nicht verpfändet sind und nicht Kreditsicherheiten sind, dass er immer die Jahresgebühren oder die Verlängerungsgebühren gezahlt hat, dass der bisherige Inhaber die Schutzrechte in Zukunft nicht angreift. Und lauter solche Sachen sollten eben in einem solchen Kaufvertrag dann unbedingt geregelt sein, damit eben beide Seiten in Zukunft auch Rechtssicherheit haben und ein Streit vermieden werden kann. Wenn es Lizenzverträge gibt, dann sollte im Idealfall der Lizenznehmer auch eingebunden werden in den Rechtsübergang. In den allermeisten Fällen ist aber im Lizenzvertrag ohnehin geregelt, dass der Rechtsnachfolger eines Schutzrechts alle Rechten und Pflichten übernimmt. Also der Lizenzvertrag weitergeführt werden muss und eben zu den ganz normalen Kündigungsmodalitäten im Lizenzvertrag nur gekündigt werden kann und nicht deswegen außerordentlich gekündigt werden kann. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Schutzrechte von einer Partei auf die andere überträgt. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.